Ja, du kannst singen. Nein, ich kann das nicht. Lied. Ich kann nicht Slowenisch singen. Maria, in uns heißt du Maria, Rosania ura bila, Maria te conas. Maria estecla, Rosia sendecla, Naise mito fila, Cota anem venti. Maria, der Angels Kiblas, Hosania ura mila, Maria Pritona. In Zeta Becera, Escogemos Alla, Iguala de Jesus a ime. Que cenas y Maria de angels quilas. Hosania ura vila Maria fritonas. Das Evangelium, das wir gerade gehört haben, ist das Evangelium, das wir heute am 4. Adventssonntag gelesen haben in der Kirche. Zwei Dinge sind dabei für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Der Text zeigt die Abstammung von Jesus Christus, die menschliche Abstammung Jesu Christi. Er stammt von David, von Josef. Aber zugleich wird auch gezeigt, dass er durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen wurde. Zwei Dinge haben wir zusammen. Die menschliche Abstammung, aber auch die Abstammung von oben. Das ist gewaltig. Gott kommt zu uns, aber er greift nicht von außen ein. Er greift von innen ein. Er ist Mensch. Er hat sich den Menschen angenommen, um ihn zu retten. Er nimmt sich den Menschen durch und durch an, ihn zu retten. Aber er ist auch von oben. Derjenige, der kommt, um den Menschen zu retten, hat auch die Macht, den Menschen zu verwandeln. Nicht von außen her, sondern von innen her. Gewaltig. Damit ruft er uns dazu, uns zu öffnen, dass er in uns eingreift. Und dass wir uns von ihm transformieren lassen. Dass wir zulassen, dass er uns ein neues Leben schenkt. Er kommt. Aber dazu ruft er uns dazu, die anderen auch anzunehmen, dort, wo wir immer sind, dort in der Familie, dort an der Arbeitsstelle, dass wir einander wahrnehmen, dass wir einander wertschätzen, dass wir einander erkennen. Und der ist Emmanuel, Gott mit uns.
wir möchten nicht nur den Weg mit uns gehen, sondern er kommt in uns gewaltig. Er ist nicht nur der, der mit uns geht, nebeneinander. Nein, er kommt in uns. Er ist derjenige, der auch die innere Stimme hören kann. Wenn wir nicht mehr können, wenn alles zu viel ist, er kann auch diese leise innere Stimme hören, die schreit um Hilfe. Auch wenn wir am Bett liegen, das ist der, der kommt. Jesus Christus, unser